Irren ist menschlich. Das wird oft als Entschuldigung, als eine Art Erklärung zitiert, warum wir Fehler machen. Irren ist menschlich. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Darum gehören Fehler doch irgendwie dazu. Ja, irgendwie habe ich doch sogar ein Recht, Fehler zu machen, denn Irren ist doch menschlich. Gehört das Irren, das Fehlverhalten zum Menschsein dazu? Wisst ihr, am Anfang, als Gott den Menschen schuf, da stand bei dem Menschen das Prädikat sehr gut. Perfekt, vollkommen. Irren gehört nicht zum Menschsein dazu. Doch zum Mensch als Sünder gehört das Irren, das ist wahr. Doch dann ist es keine Entschuldigung mehr, sondern eine Schuld. Irren ist menschlich. Das ist ein jahrtausendealtes römisches Sprichwort. Doch passend zum Thema wird es nur halb und damit falsch zitiert. Der lateinische Ursprung des Sprichworts lautet übersetzt so: Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch. Ja. Seit die ersten Menschen, die vollkommen und aufrichtig geschaffen wurden, in Sünde fielen, gehört das Irren, das Sündigen, das Fehlverhalten zum Leben in dieser Welt dazu. Und sogar als Christen müssen wir bekennen, wir alle straucheln oft. Freigesprochen von der Sündenstrafe bin ich zwar durch Jesus Christus, meinem Herrn, doch ganz frei von Sünde bin ich noch nicht. Darauf warte ich noch. Darauf hoffe ich noch und sehne mich danach. Nein, wir sündigen. Das heißt, wir übertreten Gottes gutes Gesetz und wir unterlassen oft die Pflicht der Liebe, auch als Christen. Als Menschen, die zwar gerecht gesprochen sind, aber immer noch Sünder. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Weisen, mit Fehlern umzugehen. Eine der beliebtesten Formen, mit den eigenen Fehlern umzugehen, ist: Ich schaue auf die Fehler anderer, um meine eigenen zu bedecken. Schau mal, was der dort getan hat. In den Medien herrscht eine regelrechte Jagd, eine Sensationsgier nach Fehlern von Prominenten, sie aufzudecken. Es gibt dann dem kleinen Mann zu Hause das schöne Gefühl, siehst du, der ist auch nicht besser. Der hält sich vielleicht für was Großes, aber der ist auch nicht besser. Ist auch ein Mensch, der irrt. Und schon braucht man sich über die eigenen Fehler gar nicht mehr so viele Gedanken machen. Es gibt diese merkwürdige Fähigkeit, die Fehler anderer zu entdecken, um die eigenen Fehler zu vergessen. Und das teilweise sogar mit einer gewissen Schadenfreude. Jemand, der einen großen Namen, eine hohe Position oder einen beachtlichen Ruf hat, wie groß ist da bei vielen die Freude, einen scheinbaren Helden fallen zu sehen. Ein britischer Sprachphilosoph, Richard Trench, er bemerkte einmal: Was für ein furchteinflößendes Ding ist es, dass irgendeine Sprache ein Wort haben sollte, welches das Vergnügen an den Schwierigkeiten anderer ausdrückt. Und dennoch findet man es in mehr als einer. Im Griechischen Epikairikakos, im Deutschen Schadenfreude. Schadenfreude, eine grässliche Sache. Es ist manchmal so ganz subtil, ganz verdeckt, diese seltsame Genugtuung, der andere macht auch Fehler.
Und darum fühle ich mich mit meinen Fehlern besser. Darum kann ich meine Irrtümer behalten. Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen, ist teuflisch. Die andere Weise ist, ich schaue auf meine Fehler, um die der anderen zu bedecken. Genau andersherum. Und das ist selbstverständlich die biblische, die christliche Weise, mit Fehlern und Sünden umzugehen. Weil ich weiß, wie schwer ich sündige, denke ich nicht schlecht über die anderen, empfinde keine Schadenfreude, wenn mein Bruder oder meine Schwester fällt, sondern ich weiß, ich bin kein Stück besser als sie oder er. Und ich will dennoch das Beste von ihm denken und zusehen, dass ich nicht in gleicher Weise oder noch viel schlimmer falle. Weil ich weiß, in mir steckt alles Potenzial zum Sündigen. Ja, es ist teuflisch und es ist umso sündiger, die eigene Sünde mit der Sünde anderer zu rechtfertigen. Und das erleben wir schon im Garten Eden. Doch das Einzige, was unsere Sünde rechtfertigt, ist das vollkommene Opfer, das Jesus Christus, der Gerechte, gebracht hat. Die Sühnung für die Sünde, indem er sündlos sein Leben gegeben hat am Kreuz, als Bezahlung für unsere Vergehen, für all unser Fehlverhalten, für unsere Sünde. Nun, wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehe ich mit Fehlern um? Die Evangelien, alle vier, sie geben uns einen beeindruckenden Test, wie wir mit Fehlern umgehen. Wir haben nun in unserer Serie durch das Johannesevangelium schon häufiger erlebt, dass Johannes Dinge aufzählt, Ereignisse aufgreift, Geschichten aufgeschrieben hat, die die anderen drei Evangelisten gerade nicht berichtet hatten. Johannes ergänzt vieles zu den anderen Lebensberichten Jesu. Doch eine der wenigen Geschichten, die tatsächlich in allen vier Evangelien beschrieben ist, das ist der Fehler von einem der größten und bedeutendsten Jüngern. Es ist die Verleugnung Jesu von Petrus. Schlagt mit mir auf. Johannes Kapitel 18. Wir lesen die Verse 15 bis 27. Johannes Kapitel 18 ab Vers 15. Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des hohen Priesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt: Ich bin es nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm: Wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Hannas nun sandte ihn, gebunden, zu Kaiphas, dem hohen Priester.
Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich bin es nicht. Es spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wieder und gleich darauf krähte der Hahn. Warum wird diese für Petrus wohl recht demütigende Geschichte erzählt? Warum erzählen alle Evangelisten dieses Ereignis von dem Fall Petrus? Aus Schadenfreude? Um zu sagen, schau mal, selbst der Petrus sündigt. Also nehmt es mal nicht so ernst. Irren ist doch menschlich. Nein. Diese Geschichte ist ein Maßstab dafür, in welcher Beziehung wir zur Sünde stehen. Es ist ein Aufruf zur Selbstprüfung, eine brüderliche, eine herzliche, eine demütige Hilfe zur Heiligung. Ich bin überzeugt davon, dass Johannes und die anderen Evangelisten diese Geschichte aufgeschrieben haben zu unserem Nutzen. Wie gehen wir mit dem Fehlverhalten von Petrus um? Wie lesen wir diesen Text? Wenn wir hören von Petrus, dem großen Apostel, der in Sünde fällt, welche Haltung ist in unserem Herzen? Wir wollen nicht lange über Petrus sprechen, über das, was er alles falsch gemacht hat, wie schwach, wie traurig, wie kläglich er versagt, sondern wir wollen zügig danach fragen, was können wir aus dem Fehler dieses Bruders lernen? Wir, die wir kein Stück besser sind, kein Stück fester im Glauben, kein Stück sicherer stehen. Wie können wir, die wir noch viel schlimmer und leichter fallen, wie können wir umso mehr darauf achten, nicht in gleicher Weise zu fallen? Wenn wir uns das fragen, ist es genau im Sinne von Petrus. In diesem Bericht von Petrus Verleugnung wollen wir 5 Aspekte lernen, damit wir nicht in Schadenfreude unsere Fehler verdecken, nein, sondern demütig und aufrichtig gegen die Sünde in unserem eigenen Leben ankämpfen. Darum erstens, behüte dein Herz. Mit Herz meine ich die Gedanken, die Gesinnung, die Einstellung, mit der wir die Herausforderungen unseres Lebens angehen. Was meint ihr, mit welchen Gedanken Petrus Jesus zum Verhör bei Hannas und Kaiphas folgte? Was ging in ihm vor? Natürlich wissen wir nicht genau, was Petrus dachte, doch wir wissen, was zuvor geschah. Beim letzten Abendmahl, diese Szene beschreibt Johannes im 13. Kapitel, da sagte Jesus zu Petrus, wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Und das war für Petrus eine ganz unmögliche Vorstellung. Und er erwiderte prompt, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Doch Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Im Garten Gethsemane will Petrus seinen Bekennermut beweisen, dass er bereit ist, sein Leben für Jesus zu lassen.
Und er schlägt mit dem Schwert los, als ein Heer bewaffneter Soldaten kommt, um Jesus gefangen zu nehmen. Er erwischt nur ein Stück vom Ohr von Malchus, dem Knecht des hohen Priesters. Und Jesus weist ihn scharf zurecht für seinen ungestümen Ausbruch der Gewalt. Und dann laufen alle Jünger weg. Alle Jünger fliehen. Doch zwei, Petrus und Johannes, sie wagen es. Mutig und entschlossen, Jesus zu folgen. Und ich stelle mir vor, Petrus dachte vielleicht bei sich selbst, oh, jetzt ist der Moment, wo ich beweisen kann, wie ich es meine. Jetzt ist der Moment, wo ich wirklich beweisen kann, dass ich Jesus folgen will und wenn ich mein Leben für ihn lasse. Jetzt werde ich alles richtig machen. Ich werde mich ganz zu Jesus stellen, ich bin bereit, mit ihm in den Tod zu gehen. Ich werde mich vor Hannas und vor Kaiphas, vor den hohen Priestern und all ihren Knechten stellen und für Jesus einstehen. Und vielleicht malte er sich schon aus, wie er dann zuletzt, dann doch ganz stark und heldenhaft vor den Mächtigen seiner Zeit eintritt für Jesus. Wie er seine Stimme erhebt in großer Versammlung. Doch dann kam ihm eine einfache, unbedeutende Magd dazwischen. Eine Frau, die dort an der Tür steht. Und die drohte, alles kaputt zu machen. Petrus war noch nicht einmal in den Innenhof gekommen. In diesen Hof von dem Haus des Hohenpriesters, wo die Anhörung stattfand. Und da wird er gefragt, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Für Petrus mutiges Bekenntnis für Jesus muss er doch diese Magd schnell abwimmeln. Er muss schnell an ihr vorbeikommen. Nur kurz, einfach an ihr vorbei, um die wahren Glaubenstaten zu vollbringen. Was auch immer Petrus Herz erfüllte, eins wissen wir genau aus der Schrift. Hochmut kommt vor dem Fall. Es geschieht so häufig, dass Gläubige mit dem Vorsatz einer guten Tat sich selbst in eine Versuchung führen. Gute Motive, große Pläne haben, aber sich überheben, zu groß von sich denken. Und plötzlich schon bei kleinen Versuchungen fallen. Und wisst ihr, unser schwächster Punkt ist oft der, wo wir uns am stärksten fühlen. Petrus war der erste von den Jüngern, der solch ein kräftiges Bekenntnis für Jesus abgegeben hat. Ja, ich glaube, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bekennermut, war das nicht die Stärke von Petrus? Petrus hatte Mut, gar keine Frage. Wagemutig schritt er sogar gegen eine Armee von Soldaten mit dem Schwert los. Aber die Worte einer einfachen Magd bringen ihn zu Fall. Selbstüberschätzung nennen wir diese Herzenshaltung. Die denkt, man sei stark, überlegen, unaufhaltsam. Und dann, oftmals schon bei den kleinsten Versuchungen, bei den geringsten, bei den unscheinbarsten Ereignissen, da, wo man überhaupt nicht groß drüber nachdenkt, wo man es überhaupt nicht erwartet, da wird sichtbar, wie schwach wir eigentlich sind.
diese Magd, diese junge Frau, sie drohte Petrus nicht, sie verfluchte ihn nicht, sie hatte keine Waffen, keine Gewalt. Sie sagte nur, vermutlich etwas verächtlich oder vielleicht auch mitleidsvoll, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Bewahre dein Herz. Das bedeutet, bedenke, wie schwach du eigentlich bist. Denke nicht größer, nicht höher von dir selbst, als es sich gebührt. Bedenke, wie schwach du eigentlich bist, wenn du auf dich allein gestellt bist. Schnell wirst du die Folgen von Selbstüberschätzung, von Trägheit und Gebetslosigkeit erfahren. Sobald du einmal in eigener Kraft vorangehen willst. Es braucht noch nicht einmal eine ernste Gefahr oder große Gewalt oder viele Mittel, um einen Mann zu überwinden. Bedenke das. Dein Herz ist nicht fester. Und wenn du vielleicht auch bisher in deinem Leben vor größeren Fällen bewahrt worden bist, überschätze dich nicht. Jeder Mensch, der nicht durch die gnädige Hand Gottes aufrechterhalten wird, er fällt augenblicklich schon bei den kleinsten Versuchungen. Jeder von uns. Bedenke, wie schwach und geneigt zur Sünde du bist. Doch das soll uns nicht abhalten, den Weg zu gehen, den Gott uns weist. Wenn ich weiß, ich habe in mir selber überhaupt keine Kraft, ich bin so schwach, ich bin so geneigt zu allen Sünden, am besten mache ich gar nichts mehr. Nun, das ist nicht das, was die Bibel uns weist. Doch die Erkenntnis der eigenen Schwachheit, sie soll uns von unserer Voreiligkeit bremsen. Wir rauschen in Stolz häufig viel zu schnell voran. Wir nehmen Dinge an, die Gott uns niemals gewiesen hat. Wir bringen uns in Situationen hinein, in die Gott uns niemals geführt hat. Wir beten im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Die Selbstüberschätzung führt uns in Versuchung. Wenn wir denken, das können wir schon aushalten, das können wir schon. Und die Erkenntnis unserer eigenen Schwachheit, sie sollte uns zum Gebet anreizen. Dass wir beten, dass Gott uns jeden Tag Gnade schenkt. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Dass Gott uns jeden Tag Gnade schenkt, damit wir das, was wir anfangen, auch gut zu Ende bringen können. Und zwar mit Gottes Beistand und nicht in eigener Kraft. Wir brauchen Gnade für jeden Tag, für jedes Werk. Bedenke das. Behüte dein Herz vor stolzer Selbstüberschätzung. Zweitens, achte auf deine Schritte. Petrus geht Jesus nach und das ist ein Weg, den ein Jünger gehen sollte. Das ist vorbildlich. Als viele fliehen, geht Petrus Jesus nach. Doch dann wird er vor dem Tor, vor dem Innenhof, an der Tür aufgehalten. Die Tür ist zu. Die Türhüterin lässt ihn nicht ein. Johannes, der andere Jünger, er sorgt dafür, dass Petrus hineinkommen kann.
Doch dann ist von Johannes plötzlich gar nicht mehr die Rede, sondern nur, dass Petrus sich zum Kohlenfeuer begibt, das die Diener des hohen Priesters angemacht hatten. Es war nämlich kalt draußen. Achte auf deine Schritte. Mit wem hast du Umgang? In welcher Gesellschaft hältst du dich auf? In welchem Umfeld suchst du Wärme? Und das meine ich hier im übertragenen Sinne. Also, wo suchst du denn Freude, Glück, Erfüllung, Zufriedenheit, Freundschaft, Erfolg? Wo suchst du das? Wo gehst du hin, um das zu finden? Wir versuchen gewöhnlich, denen zu gefallen, mit denen wir am meisten zu tun haben. Ist es nicht so? Wir wollen denen gefallen, mit denen wir Gemeinschaft haben. Wir wollen, dass die uns mögen, dass die uns achten, mit denen wir am meisten Umgang haben. Und darum ist die Wahl der Gesellschaft so wichtig. Natürlich sollen wir nicht uns in ein Kloster einschließen und jeden Umgang mit Ungläubigen meiden, aber wir sollen auf unsere Schritte achten. Das müssen wir tun. Wo suchen wir Wärme in kalten Zeiten? Wo gehen wir hin, um uns zu wärmen? Woran erwärmen wir unser Herz? Es ist sehr gefährlich, sich bei denen zu wärmen, die frei ihrer Sünde nachgehen. Denn sich bei den Gottlosen zu wärmen, lässt uns gegenüber dem Guten und dem Heiligen erkalten. Wer sich an den Feuerstellen der Sünder wärmen will, der ist in Gefahr, der bringt sich in Gefahr, sich am Feuer zu verbrennen. Wie Lot, der die Schönheit und die Fruchtbarkeit Sodoms sah und dachte, oh, da kann ich gut leben, da kann ich meine Familie aufbauen, es ist fruchtbares Land. Es sieht alles schön aus. Und er entkam nur ganz knapp dem Feuer des Gerichts, das Gott über Sodom und Gomorra fallen ließ. In dieser falschen Gesellschaft befindet sich Petrus hier. Er gesellt sich zu dem Kohlenfeuer, das die Knechte der hohen Priester gemacht haben. Und da, wo sie sich wärmen, da stellt er sich hinzu und wärmt sich auch. Und plötzlich, in dieser falschen Gesellschaft, schämt sich Petrus für das, dessen er sich rühmen sollte. Bist nicht auch du einer seiner Jünger? Seht ihr, wie sich der Maßstab verkehrt? Plötzlich schämt er sich für das, wofür er sich rühmen sollte. Weil er von denen geachtet werden will, die den Herrn verachten. Achte auf deine Schritte. In welcher Gesellschaft hältst du dich auf? Wem versuchst du zu gefallen? Wo versuchst du dazu zu gehören? Angenommen zu sein, geachtet zu sein. Wo wärmst du dich in kalten Zeiten? Da, wo du dich sehnst, nach ein bisschen mehr Gemeinschaft, nach ein bisschen mehr Liebe, nach ein bisschen mehr Herzlichkeit, nach ein bisschen mehr Ansehen, Freundschaft. Wie ist es mit deinen Kollegen auf der Arbeit? Wie schön warm kann es sich anfühlen, mit anderen über Dritte zu lästern, über sie zu spotten? Oh, das ist ein wärmendes Kohlefeuer. In stressigen Arbeitszeiten? Psalm 1 sagt wohl dem Mann,
der nicht sitzt bei den Spöttern. Wie schnell kann es gehen, dass man bei der Weihnachtsfeier des Betriebs sich nicht am Kohlenfeuer, aber am Feuerwasser wärmt, wie die anderen, bis die Selbstbeherrschung immer schwächer wird. Wo man einfach einmal die Gedanken, den Stress, all diese Dinge dieser kalten Welt vergessen kann, sich ausgelassen freuen kann. Wisst ihr, ich war als Neubekehrter einmal auf einer Geburtstagsfeier einer Ungläubigen eingeladen. Und ich sprach über eine Stunde mit einem ehemaligen Neonazi. Er hatte noch ein etwas merkwürdiges Aussehen, aber wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Wir sprachen über Christus, über das Evangelium und er war bewegt, hat er gesagt. Und nach etwa einer Stunde, da klopft er mir auf die Schulter und sagt, okay, genug geredet, wir hatten ein gutes Gespräch, komm, ich gebe dir mal was zu trinken aus. Und er schenkte mir ein und ich wollte es nicht verweigern. Und am Abend war mir schlecht. Und als ich zu Hause war, schämte ich mich zutiefst vor Gott, dass ich so einfach gefallen bin. Nachdem ich doch eigentlich das Evangelium und den Herrn bezeugen wollte. Ein anderer aus der Gemeinde, er schwärmte noch seinen Eltern vor, wie mutig ich auf der Feier Zeugnis von Jesus gegeben hat, was er sich niemals getraut hätte. Doch ich habe bitterlich zu Hause geweint, weil ich erkannt habe, wie schwach ich eigentlich war. Wie leicht die Versuchung mich zu Fall gebracht hat. Da, wo ich mich so stark fühlte und wo ich sogar vor anderen so stark aussah. Ich habe bitterlich geweint. In der Schule, wie verlockend ist es da, sich daran zu wärmen, auch zu den Coolen, zu den Angesehenen zu gehören, zu denen, die bewundert werden. Achte auf deine Schritte. Wie oft musste ich schon umkehren von falschen Wegen, von falschen Gesellschaften, von falschen Wünschen und Träumen, von falschen Wärmequellen, die dieses Leben uns bereitet. In Gottes Weisheit hat er aber die Gemeinde als einen Ort gegeben, an dem herzliche Liebe brennen soll. Genauso wie der Eifer für den Herrn in einer dunklen und kalten Welt. Wisst ihr, diese Gemeinde soll ein wärmendes Feuer sein. Erwärmt die Gemeinschaft der Gläubigen dein Leben. Das ist Segen und Aufgabe der Gemeinde eines jeden von uns. Ich wundere mich hierbei, warum hat Johannes Petrus allein gelassen? Er hat ihn erstmal eingelassen in die Tür, in den Innenhof. Doch dann trennen sich ihre Wege und Petrus steht allein am Feuer der Ungläubigen. Ich glaube, wir sind auch in Verantwortung, und zwar nach göttlicher Ordnung, aufeinander zu achten, auf die Schritte untereinander. Achte auf die Schritte auch in Bezug auf deinen Nächsten. Führe deinen Bruder oder deine Schwester nicht in eine Situation hinein, in der er oder sie nicht alleine zurechtkommen kann. Wenn man so will, hat Johannes es sicherlich sehr gut gemeint, aber er hat Petrus umso mehr in eine Situation der Versuchung hineingebracht. Darum warnt uns Paulus so sehr darauf zu achten, dass unsere Freiheit nicht zum Stolperstein für andere wird. Als Christen brauchen wir einander.
Gemeinschaft ist ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die Sünde. Gemeinschaft, Zweierschaften, gemeinsamer Austausch, gemeinsames Gebet ist solch ein wichtiges Mittel, Rechenschaft gegenüber abzugeben, dass man nicht alleine steht in der Versuchung und leicht fällt. Darum fördere die Gemeinschaft für dich und für andere, zu deinem Nutzen und zur Hilfe für deinen Bruder oder deine Schwester. Arbeite mit daran, dass die Gemeinde ein Ort wird, wo wir uns wärmen können, damit die Versuchungen anderer Kohlenfeuer nicht so groß ist. Der Prediger schreibt, dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Als Gemeinde wollen wir darauf achten, auf unsere Schritte, wollen einander beistehen, einen rechten Weg zu gehen. Drittens, beherrsche deine Zunge. Beherrsche deine Zunge. Petrus' Fall in eine Sünde war kein Mord, auch kein Diebstahl, keine Hurerei, aber eine Lüge. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich gehöre nicht zu den Jüngern Jesu. Eine Lüge. Und das kann so schnell gehen. So oft gehen diese Worte unbedacht, unüberlegt von unseren Lippen aus. Abraham, wir haben es eingangs gelesen, Isaak, Jakob, David, die Bibel berichtet uns von Lügen der größten Glaubensväter. Nicht als Entschuldigung, sondern als Warnung. Wie schnell ist ein falsches Wort verbreitet und was für einen Schaden bringt es mit sich? Eine Lüge ist fruchtbar. Und damit meine ich, sie bringt fast automatisch Nachkommen zur Welt. Um eine Lüge zu verdecken, braucht es oft viele andere. Petrus hat gegenüber der Magd gelogen und sagt, nein, ich bin keiner von den Jüngern. Ich bin es nicht. Aus den anderen Evangelien erfahren wir, dass diese eine Magd, diese Türhüterin, dann in die Runde am Feuer kommt. Und sie spricht mit dem anderen, die sich auch wärmen dort am Feuer. Und sagt, ich glaube, das ist einer von den Jüngern. Und dann sprechen nun aus dieser Runde, in Reaktion auf das, was die Magd gesagt hat, sprechen auch sie Petrus an. Und fragen erneut, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Und um deine erste Lüge zu vertuschen, muss Petrus wieder lügen. Er hat mit einer Lüge begonnen und es zieht weitere nach sich. Und Matthäus, er berichtet uns sogar, dass Petrus in seiner Not seine Lügen immer mehr bekräftigen muss. Bei der zweiten Verleugnung, da bekräftigt er seine Lüge mit einem Schwur. Er gibt einen Eid dazu, dass er nicht zu den Jüngern Jesu gehört. Und als dann auch noch der Letzte fragt, ein Augenzeuge, der ihn im Garten gesehen hat, ein Verwandter von Malchus, da verflucht Petrus sich sogar. Um seine Lüge zu bewahren. Ja, unsere Zunge ist ein unterschätztes Übel. Die Bibel ist voller Warnungen. In den Sprüchen, im Epheserbrief, besonders auch im Jakobusbrief. Es wird gewarnt, was machen wir mit unserer Zunge? Mit Worten zu sündigen, da ist die Schwelle scheinbar am kleinsten. Aber der Fall ist trotzdem groß. Petrus hat nicht gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus der Retter ist.
Er hat nicht gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus von Gott gesandt ist. Er hat nicht angefangen, die Inspiration der Bibel anzuzweifeln, um den Menschen zu gefallen, wie so viele es tun. Er hat in der Versuchung geleugnet, dass er zu Jesus gehört. Und wenn man bedenkt, dass Jesus gerade in diesem Moment in der anderen Ecke, in der Kälte, allein stand, geschlagen, verachtet, verspottet, verhöhnt, dann erkennen wir, es ist nichts Geringes. Es ist nichts Geringes. Genau genommen hat Petrus geleugnet, zur Gemeinde Jesu zu gehören. Wer die Gemeinde Jesu leugnet, verleugnet Jesus. Darum halte ich Gemeindegliedschaft für ein wichtiges Mittel des Bekenntnisses, der klaren Stellung, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu Jesus, verbindlich. Beherrsche deine Zunge im Kampf gegen die Sünde. Achte auf das, was du sagst, achte darauf, wie du es sagst und achte darauf, zu wem du es sagst. Doch wirklich bändigen kann niemand seine Zunge, schreibt Jakobus im 3. Kapitel. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir die Zunge mit möglichst viel Gutem beschäftigen. Mit einem offenen Bekenntnis vor den Menschen. Beschäftige deine Zunge in der Gemeinde mit Worten der Auferbauung und der Gnade. Beschäftige deine Zunge vor allem mit Flehen um Gottes rechtzeitige Hilfe im Reden. Dass er uns Gnade gibt, Gutes zu reden, Wahrheit zu reden. Viertens, trainiere deine Ohren. Das mag vielleicht seltsam klingen im Kampf gegen die Sünde, doch unser Text ergibt uns einen wichtigen Hinweis. In Vers 27, da haben wir gelesen, da leugnete Petrus wieder und gleich darauf krähte der Hahn. Der Hahn kräht. Das ist eigentlich nichts Besonderes, oder? Am Morgen kräht der Hahn. Meint ihr, irgendjemand im ganzen Hof hat auch nur einen Moment länger darüber nachgedacht, über diesen Hahn, der am Morgen kräht? Meint ihr, irgendjemand? Auf Petrus hat es eine immense Wirkung gehabt. Dieser Hahnenschrei, er brachte Petrus zur Buße und zur Umkehr. Matthäus, er berichtet uns genauer, was mit Petrus geschah, als er den Hahn hörte. Matthäus, Kapitel 26, Vers 75. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, Jesus hatte Petrus gewarnt. Er hatte die dreifache Verleugnung vorausgesagt. Und dazu hat er Petrus ein Zeichen gegeben. Der Hahn wird krähen. Etwas Alltägliches. Im Hof, am Feuer, in gottloser Gesellschaft hatte Petrus alles vergessen, was Jesus gesagt hat. Er erinnerte sich nicht daran. Es war ihm überhaupt nicht mehr gegenwärtig, was Jesus zu ihm noch am Abend davor gesagt hat. Es war wie weggeflogen. Er hörte nur noch das, was die Magd sagte. Er hörte nur noch das, was die umstehenden Leute sagten. Das beschäftigte ihn. Doch dann schrie der Hahn.
Und die Worte Jesu kamen zurück in seine Ohren und sein Herz und wurde innerlich bewegt und er geht hinaus und weint bitterlich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hast du einen Wecker? Hast du deine Ohren trainiert, der dich regelmäßig an das Wort Gottes erinnert? Hörst du, erinnerst du dich regelmäßig, täglich an das Wort Gottes? Es ist eine gute Übung, jeden Morgen die Bibel zu lesen, darüber nachzusinnen. Und fast jedem von uns geht es so, dass man über den Tag bei den verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen immer wieder Zeiten hat, wo man nicht drüber nachdenkt weiter, wo man beschäftigt ist mit allen anderen Dingen, dass man dann, wenn man am Abend nach Hause kommt oder wenn man, bevor man ins Bett geht, noch einmal sich daran erinnert, was habe ich heute Morgen gelesen? Und wie habe ich diesen Tag verbracht? Hast du solch einen Hahn, der kräht? Hast du deine Ohren trainiert, auf das Wort Gottes zu hören und darüber nachzusinnen? Hast du Zeiten, wo das Wort Gottes neu in all diesem Tagesgeschehen dich erreichen kann, dich bewegen kann? Richte eine Regelmäßigkeit ein, eine Beständigkeit. Unsere Ohren, sie gewöhnen sich so schnell nur noch an Menschenworte und überhören die Worte Gottes. Ihr kennt das Phänomen, wenn man zu oft und zu viel laute Musik hört, dann vernimmt man irgendwann nicht mehr die hohen Töne. So ist es auch geistlich. Wer die Ohren nur noch auf das Menschenwort richtet und sich nicht gewöhnt, immer wieder auch die hohen Töne Gottes zu hören, der wird irgendwann taub dafür. Aber gerade in Zeiten der Versuchung, da wo wir drohen zu fallen, richte dir Erinnerungen auf. Der alte Prediger Alfred Christlieb, er schrieb sich auf die Wand seines Arbeitszimmers, in dem er jeden Tag arbeitete, in ganz großen Buchstaben Horma. H-O-R-M-A. Horma. Ich glaube, die wenigsten, die sein Arbeitszimmer besuchten, haben verstanden, was das bedeutet. Als die Israeliten nicht 40 Jahre durch die Wüste ziehen wollten als Strafe für ihren Unglauben, da wollten sie die Kanaaniter ohne Gott besiegen. Da wollten sie alleine, ohne die Hilfe Gottes, in Kanaan einmarschieren und sie wurden versprengt bis nach Horma. Dieser Name war Alfred Christlieb eine beständige Warnung, eine beständige Erinnerung. Gehe niemals ohne Gottes Gnade voran. Vertraue niemals auf deine eigene Kraft. Du wirst versprengt bis nach Horma. Was auch immer du brauchst, trainiere deine Ohren zu hören, dich zu erinnern an das Wort Gottes. Denn nur das Wort Gottes kann uns zur Buße führen. Das Wort Gottes ist es, das uns lehrt, das uns überführt, das uns zurechtweist, das uns unterweist in aller Gerechtigkeit. Ohne Hören auf das Wort Gottes kämpfen wir gegen unsere Sünde wie der Israeliten ohne Gott in Horma. Trainiere deine Ohren zu hören. Und der letzte Punkt, fünftens, richte deine Augen aus. Der Evangelist Lukas, er berichtet uns noch ein interessantes Detail. Als Jesus über den Innenhof gebracht wird, Hannas und Kaiphas, die wohnten im gleichen Gebäudekomplex, es hatte den gleichen Innenhof und in diesem Innenhof verleugnete Petrus Jesus dreimal. Und als Jesus
als Petrus Jesus gerade zum dritten Mal verleugnet hatte, da schreibt Lukas in Kapitel 22, Vers 61, und sogleich, während er, Petrus, noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Hier, nachdem der Hahn kräht, treffen sich plötzlich Petrus und Jesus Blick. Nachdem der Hahn kräht und Petrus sich an das Wort erinnert, da schaut er plötzlich in das Angesicht von Jesus. Eine unvorstellbare Szene. Wie muss er sich ertappt gefühlt haben? Petrus schaut in das Gesicht des zu Tode Verurteilten. Er schaut in das Gesicht dessen, den er verleugnet hat. Nichts hilft mehr im Kampf gegen die Sünde als der Blick auf Christus. Das heißt, zu bedenken, was er für uns, für dich und mich erlitten hat. Dass er geschlagen wurde, dass er gekreuzigt wurde, dass er sich freiwillig geopfert hat für deine und meine Sünden. Für die falschen Orte, wo wir uns wärmen wollten. Für die Lügen, die wir ausgesprochen haben, für den Stolz unseres Herzens, für unsere tauben Ohren. Wie töricht und erbärmlich muss sich Petrus in diesem Moment gefühlt haben. In diesem Moment, wo er sieht, ich wollte Achtung vor den Menschen hier um das Kohlenfeuer. Ich habe nicht geachtet auf meinen Herrn. Ich habe geblickt auf die Menschen um mich herum. Ich habe nicht geachtet auf den Herrn, der sich für mich hingibt. Wisst ihr, sollten wir nicht auch oft beschämt zu unserem Herrn aufschauen? Das zieht uns von Sünde fort. Nicht, wenn wir uns vor Adam verstecken, wie Adam verstecken vor Gott, sondern wenn wir uns in sein Licht stellen, ihn anblicken, Buße tun. Wer auf das Irren der Menschen schaut, wird für die eigene Sünde blind. Wer auf den Herrn schaut, der weiß, meine Sünde hat dir das angetan. Vergib mir, Herr. Wende mir neu deine Gnade zu. Vergib mir. Leite mich. Stärke mich. Führe mich. Schaue auf den Herrn. Es meint aber auch zu verstehen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr trostreich. Gott ist souverän auch über meine Sünde. Gott ist souverän. Petrus, er erinnert sich an die Weissagung Jesu. Jesus hat Petrus gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Warum hat Jesus es denn nicht verhindert? Warum hat Jesus die Verleugnung angekündigt? Hätte er Petrus nicht davor bewahren können? Die Ankündigung macht Petrus sicherlich umso schuldiger, umso verantwortungsvoller. Doch obwohl es Sünde war, ließ Gott es zu, dass Petrus Jesus verleugnet, und zwar zu einem guten Zweck. Gott ist souverän über unsere Sünde. Lukas
Lukas schreibt uns auch, dass Jesus die Sünde nicht verhinderte, aber er sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst umkehrst, dann stärke deine Brüder. Petrus war einer der eifrigsten, der wichtigsten Gemeindebauer der Christenheit. Nicht im papistischen Sinne, doch er war wirklich ein Fels, ein Fundament der Gemeinde. Und ich glaube, dieses Ereignis hat Petrus' Charakter viel mehr geheiligt als alle seine heldenhaften Glaubenstaten vor und nachher. Ich glaube, dieses Ereignis, dieser tiefe Fall, diese Schuld, sie hat Petrus den rechten Blick auf sich, auf andere und auf Christus verschafft. Ich glaube, diesen Blick voller Schuld, voller Sünde in das Angesicht des leidenden Christus hat ihn nie wieder losgelassen. Der alte Kirchenvater Johannes Chrysostomos, er schreibt folgende interessante Bemerkung. Petrus fiel also in schwere Sünde, damit er sowohl an seine Sünde als auch an die Vergebung denken sollte, welche ihm Gott hatte widerfahren lassen. Und dieses sollte ihn nach der Einrichtung des weisen Gottes, also in seiner Vorsehung, in Gottes souveränem Plan, dazu antreiben, auch anderen Vergebung zu erteilen, wenn sie sündigten. Denn er, dem doch die Kirche anvertraut werden sollte, war auch in eine Sünde gefallen. Er, die Säule der Kirche, der Fels des Glaubens, er, der Lehrer der Welt, damit er anderen ein Beispiel der Menschenliebe geben möchte. Warum lässt Gott zu, dass auch wir Christen noch sündigen, dass auch wir noch irren? Weil nichts unser stolzes, selbstüberschätzendes, egoistisches und liebloses Herz so sehr erweichen kann. Wie der Blick von uns als Sünder in das Angesicht unseres gnädigen Herrn. Und das haben wir nötig. Nichts hilft dir und mir so sehr, wie auf Christus zu schauen, in Erkenntnis der eigenen Sünde und Gnade erflehen, weil wir es täglich nötig haben. Und versteht mich nicht falsch, es ist keine Entschuldigung für Sünde. Gott ist souverän über die Sünde, aber Sünde ist und bleibt Sünde und damit böse. Der Kampf gegen die Sünde muss ernsthaft geführt werden. Wir wollen und sollen danach trachten, im Licht zu wandeln. Aber wir müssen sehen und wir müssen schauen. Die Kraft dazu empfangen wir nur aus der Gnade. Aus der Gnade, dass Jesus für uns, uns Lügner, uns Diebe der Ehre Gottes, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, um uns freizusprechen. Wenn wir auf Christus schauen, erst dann gewinnen wir die rechte Perspektive auf uns selbst. Und wenn wir auf Christus schauen und wissen, dass wir Sünder sind, dann können wir auch die Fehler unseres Nächsten bedecken und sehen, ich bin nicht besser als er. Und sowohl meine als auch seine Hoffnung ist allein die Gnade Christi, der allein verachtet, verspottet, ermordet, ans Kreuz geschlagen, geopfert wurde für Sünder, wie wir es sind. Richte deine Augen aus auf den Herrn. Flehe täglich um seine erhaltene Gnade. Täglich. Siehe auf dich selbst und auf deine Schwachheit und siehe auf den Nächsten in Mitgefühl und Liebe. Schau auf Gott und seine souveräne Gnade, die triumphiert.
zur Ehre unseres großen Gottes.